Okay, Himmelsfisch. Ja, das ist der Zorahelm hier. Insel des Schuppendingens. Wie kam ich da wieder hoch? Ein mit dem Ballon. Oh Mann, wir haben hier wieder normale Gravitation. Das ist ätzend. Ach, jetzt kommt Sidon raus. Geil. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Sidons Geist zur Hilfe rufen. Geil. So, dann suchen wir den Zorahelm. Ich frage mich übrigens, wie könnt ihr den Zorahelm verlieren, wenn ich den im ersten Teil dabei hatte? Und die Hose hatte ich übrigens auch im ersten Teil. Ich hatte das komplette Zora-Set. Und wie könntet ihr das dem Himmelsfisch opfern, den Zorahelm? Wenn es erst nach dem Kataklysmus da war. Anyway. Logikfehler. Who cares? Außer ich, weil ich ein Schlaubi-Schlumpf bin. So, ich muss da hinten irgendwo hin, weil da war dann der komische Ballon und dann kann ich da hoffentlich hochfliegen und dann macht's schwubbeli-schwu. Und dann ist da hoffentlich der Zorahelm. Ach so, warte mal. Un momento, por favor. Ja, ich kann einfach hier reinspielen, Dingens und so, ne? Geil. Insel des Schuppentanzes. Gut, er wird ja kaum hier sein, der Zorahelm in der Kiste. Ha. Okay, er wurde dem Himmelsfisch als Opfer dargebracht. I see. But I don't understand. Wie wurde denn als Opfer dargebracht? Also wie bringen die das hier dem als Opfer da? Also zwei Möglichkeiten. Der ist hier oben irgendwo. Und ich muss das irgendwie freischalten mit irgendeinem... Der wird ja nichts mehr bringen, ne? Da, 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 da. Halt da.
Okay. Ist irgendwo eine Truhe auf diesen Dingen? Nee, ne? Ah, da ist er, haben gefunden. Gefunden. Zora-Helm. Dank der Farben Drachenschuppen kann das Träger schnell schwimmen und im Wasser Drehattacken ausführen. Die endlose Standpauke. Geschafft. Nice, haben wir das. Da oben sehe ich übrigens gerade ein Schrein, den ich gemacht habe. Das heißt, wir hätten immer Mifas Städte zurückkehren können. Relativ einfach und entspannt. Mensch, so sieht das hier doch mega schön aus. Und da oben haben wir Mifa. Sehr schön. Ich vermisse Mifa. Die gab's da los 4 Minuten irgendwie. Hat sie uns, aber war cool. So. Dann haben wir das. Dann geben wir jetzt kurz die Quest ab oder quatschen mit denen. Dann ist ja vielleicht ihre Standpauke endlich mal los. Die Arme. So, und dann müssen wir gucken. Wir müssen jetzt mal den anderen Doldi finden, der irgendwie hier verschollen ist in diesem Gebiet durch den Schlamm. Vielleicht finden wir den, ja. Warte mal, die waren da oben, glaube ich, die zwei, ne? Ja. Hallo, Ladies, ich habe den Helm. Herr Zora-Helm. Der alte Zora-Helm wurde in den großen Kämpfen in der jüngsten Vergangenheit leider irreparabel beschädigt. Ah, okay, ich verstehe. Es gab einen Zora-Helm, der aus dem ersten Teil ist kaputt gegangen. Die von Jungs untergebrachte Information ist unser einziger Anhaltspunkt, wenn wir uns bei Link revanchieren wollen. Ah, Link, bitte Link, können wir dir irgendwie helfen? Ich hab den Helm. Was sagt ihr? Ihr habt den Zora-Helm bereits gefunden? Der auf einer Insel im Himmel versteckt, wie ein Fisch geformt ist. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Der Zora-Helm war doch oben im Himmel versteckt. Dann hätten wir ihn ja nie und nimmer finden können. Nun ja, jetzt hast du ihn. Also kommt es letzten Endes wohl aufs Gleiche raus. Dann wollte die Standpauke von Emo endlich ein Ende haben. Hifumi! Wir wollten uns bei Link revanchieren. Doch nun muss er selbst uns dabei... Doch nun musste er selbst uns dabei helfen. Und da schämst du dich nicht, sondern grinst auch noch wie ein Honigkuchen-Seepferdchen. Oh Gott. Oh Mann. Wenn du so eine Freundin hast, ne? Egal was ist. Immer eine Standpauke. Immer meckern. Immer. Oh, die Arme. Du musst noch sehr viel darüber lernen, was es bedeutet, eine Kammerfrau zu sein. Was? Ich dachte, ich hätte es überstanden, aber du legst gerade erst richtig los. Oh Gott. Dir fehlt einfach der Respekt. Aber ich werde nicht aufgeben, bis du ihn endlich einmal gelernt hast. Erbarmen. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstet. Ich werde Hifumi gleich noch einmal ausführlich belehren. Oh Gott, die Arme. Mir tut Hifumi echt leid. Werter Link, könnt ihr bitte Königin Yona Bescheid geben? Sie wollte nicht nur den Helm beschaffen, sondern stellt auch Nachforschung zum Zora-Beinschutz an. Ja, das komplette Set. Da wird auf einen Reisen noch besser geschützt. Oh, Hifumi, tut mir echt leid. Du musst jeden Tag... Ja.
Oh Gott, die Arme. Die tut mir echt leid. Die tut mir echt leid. Oh, arme Hifumi. Ich könnte ja durchaus... Oh, Link, vielen Dank für alles, was du getan hast. Ich habe lange überlegt, was ich im Gegenzug für dich tun könnte, um dir für die Rettung des Dorfes zu danken. Yato hat die alten Schriften aufgestöbert, die vom Zora-Beinschutz berichten. Es heißt, dass der Träger die Fähigkeit hält, sich ganz nach Belieben im Wasser fortzubewegen. Könnte dir so ein Beinschutz auf deiner Suche nach Prinzessin Zelda nicht unheimlich gute Dienste leisten, Link? Ich habe sie den anderen im Dorf schon mitgeteilt, dass du ihn haben sollst, aber... Leider konnte das gute Stück bislang noch nicht aufgetrieben werden. Das ist auch nicht verwunderlich, denn laut den Schriften, die Yato fand, stammt der Zora-Beinschutz aus uralten Zeiten. Ich hatte den im ersten Teil, also kann er nicht komplett uralt gewesen sein, weil ich hatte den. Nur so nebenbei. Er soll im antiken Zora-Heiligtum als Opfer für die Freundschaft von Zora und Hylianen dargebracht worden sein. Als ich das hörte, habe ich jeden Winkel des Heiligtums abgesucht, aber leider ohne Erfolg. Ich frage mich wirklich, wo im Heiligtum der Zora-Beinschutz dargebracht wurde. Opfer für die Freundschaft. Wo ist denn das Zora-Heiligtum? Achso, da oben. In der Altstadt heißt es, der Zora-Beinschutz wurde als Opfer dargebracht. Und zwar im antiken Zora-Heiligtum auf dem Grund des östlichen Stausees. Aber selbst wenn das stimmt, wissen wir immer noch nicht, wo genau in diesem Heiligtum es sich verbirgt. Zora-Beinschutz. Es heißt, dass der Träger des Zora-Beinschutzes die Fähigkeit hat, sich ganz nach Belieben im Wasser fortzubewegen. Ja, so steht es in allen Schriften geschrieben. Er soll im antiken Zora-Heiligtum als Opfer für die Freundschaft von Zoras und Hylianen dargebracht worden sein. Ich wollte ihn so gerne als Beweis für die Freundschaft zwischen dir und den Zora übergeben. Antikes Zora-Heiligtum. Das antike Zora-Heiligtum ist die Ruine eines alten Zora-Bauwerks am Grunde des Stausees östlich vom Dorf. Sidon hat es doch mit deiner Hilfe ausfindig gemacht, nicht wahr, Link? Wenn man in den Strudel des Stausees springt, gelangt man noch immer dahin, aber obwohl der Zora-Beinschutz dort dargebracht worden sein soll, konnte ich ihn bislang nicht bergen. Der Beinschutz würde sicher sehr nützlich sein, darum tut es mir furchtbar leid, dass ich ihn nicht finden kann. Ich frage mich, ob das Heiligtum noch Bereiche verbergen, von denen wir bislang nichts wissen. Okay. Nächste Hauptaufgabe, den Zora-Beinschutz finden. Auch wenn ich es absolut nicht mag, meine wunderbare Maske bzw. Set der grimmigen Gottheit abzulegen. Aber anyway. Mal gucken, vielleicht finden wir ihn auf die Schnelle. Ich bin ja ein mega cleveres Gärlchen, ne? Das ist ja nicht so, als würde ich jetzt hier ewig lang suchen, den ich finden. Das mache ich doch bestimmt easy peasy mäßig. Wie man so schön sagt, auf der linken Popobacke mache ich das einfach. Ganz bestimmt. Du bidu bidu. Da du bidu bidu. Allons-y! Okay, nicht ganz. Allons-y! Habe ich den Wasserlevel hier eigentlich nicht ordentlich erhöht? Also in der Holzkiste wird er nicht drin sein. Zora-Schwert. Geil. Fuck.
Sie müssen auch schon die Zora wohl was schenken. Ich muss es selber suchen. Mann! Ich noch so eine Klebemedizin? Nee, ne? Nee. Oh, manchmal nervt's mich. So, haben wir das. Nix. Warte mal, ich muss darüber. So, schauen wir uns doch mal hier um. Das sieht mir so verdächtig aus hier. Antikes Zora-Heiligtum. Okay, offensichtlich nicht. Okay, hier ist jetzt gar kein Wasser mehr drin. Okay, also das Wasser ist jetzt hier komplett weg. Das heißt, du kommst da auf das Podest oben auch nicht mehr drauf. Danke. Ich wollte wieder mit Y looten, weil ich unbedingt... Anyway. Wasserfall müssen wir hoch und ich denke mal, der wird irgendwo da oben dann sein. Da ist er. Ein Ivarok, schön. Zora Beinschutz. Opfer für die Freundschaft. Nice. Hammer dat.
So, okay. Was haben wir jetzt halt für eine Waffe, wo wir das schön draufpacken könnten? Eine, die idealerweise nicht kaputt ist. Oh, wir haben hier Stärkung bei Nässe. ...74 Angriffsschaden. Okay, jetzt weiß ich, was der Cooper meinte mit... ...dass alle Waffen mit diesen Konstrukten oder mit diesen Sachen... ...deutlich besser sind als das Masterschwert. Holy crap. Also ja, du kannst ja das Masterschwert upgraden mit diesen Dingen. Was ist das eigentlich? Miasmafestes Bandschwert. Na gut. Na, wenigstens können wir das Masterschwert dafür verwenden, um Stein abzubauen oder Erze. Dafür taugt es wenigstens noch. Jetzt gucken wir, ob hier noch irgendwo was ist. Nee, offensichtlich nicht. Okay. Dann schnell auf ins Dorf der Zora. Und dann können wir Jona sagen, dass wir ganz erfolgreich den Zora-Beinschutz gefunden haben. Sehr schön. Nice, nice, nice. Finde ich gut. Einmal nach oben. Zack. Ich frag mich, wohin? Ein fluffiger Ort. Ich bin sicher, dass ich das gehört habe, aber... Ach, du bist links. Hast du etwas gehört, was ich vor mich hingemault habe? Wenn du schon zuhörst, darf ich dich um etwas bitten. Weißt du etwas über einen fluffigen Ort? Ein fluffiger Ort. Also so, als meine Frau Dedo zum Fischen ging, sang sie dieses seltsame Lied vor sich hin. Ich fand einen fluffigen Ort, dort fange ich Fische, hüpf, hüpf. Und dann hopste meine Frau vergnügt über die Brücke östlich des Dorfes. Damals dachte ich mir nichts dabei, aber nun lässt es mir keine Ruhe mehr. Ein fluffiger Ort und hüpf, hüpf. Davon habe ich noch nie gehört. Meine Frau kann fröhlich sein, wenn sie die Begeisterung packt. Ich mache mir langsam Sorgen um sie. Oh Dedo, hoffentlich ist dort nicht gefährlich, wo es hingegangen ist. Eine unbeschwerte Ehefrau. Warte mal, war nicht das sogar, dass sie aus dem ersten Teil, die dann einfach irgendwo im Hylia-See rumgedümpelt ist, Tage und Wochen lang und so, ja, ach stimmt, mein Mann, meine Kinder und so. Hi, ich hab ihn. Oh, Link, grüße dich. Nein, der Zora-Beinschutz ist noch immer... Hab ihn. Wie bitte? Im Teilung hat sich ein großes Loch aufgetan, sodass all das Wasser abfließen konnte? Und am Boden dieses Lochs hast du den Zora-Beinschutz gefunden? Wahnsinn, dass du es mal lange geschafft hast, Link. Ich hoffe, der Zora-Beinschutz wird dir auf deinen Reisen hilfreich sein. Er ist das Symbol der Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern. Was könnte es da für einen würdigeren Besitzer geben als dich, unseren unersetzlichen Freund? Apropos unersetzlicher Freund. Wusstest du, dass jemand von kaum etwas anderem als von dir spricht, Link? Link ist einfach spitze, oder mit Link zusammen schaffen wir alles und immer sofort. Früher fand ich das albern, aber jetzt kann ich Sedons Begeisterung für dich gut verstehen. Noch einmal möchte ich dir vom Grunde meines Herzens danken. Das Dorf der Zora wird dir alle Zeit zur Seite stehen, bis in alle Ewigkeit und darüber hinaus. Du bist unser jederzeit willkommen, bitte vergiss das nicht. Link, was du für uns getan hast, werde ich ein Leben lang nicht vergessen. Im Dorf der Zora bist du jederzeit mehr als herzlich willkommen. Schön. Finde ich gut. Clef! Der wieder mit seinem Krabbengerede. Ich finde, Clef vom Krämerladen benimmt sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Krabbe dies, Krabbe das. Die ganze Zeit macht er Krabbenbordspiele. Ob es ihm wirklich gut geht. Krabben, Krabschen. Ja.
Das ist Krebeladen Korallenriff. Dank seiner Majestät König Sido und dir konnten wir unseren Bestand an Fischen wieder auffüllen. Du hast uns wirklich... Was? Du hast uns wirklich aus der Zwickmühle gerettet. Wenn du das kaufen möchtest, nimm es dir vom Tisch. Oh, oder bist du aus einem anderen Grund hier? Krabschen? Oh, ich glaube, meine Gefühle für die Ausdauerkrabbe nehmen gerade ein bisschen überhand. Oh. Ja, ich habe meine Vorliebe für Ausdauerkrabben entdeckt, als der Irrsinn mit dem Schlangen langsam ein Ende fand. Ich konnte keine Fische mehr zum Kauf anbieten, weil der Schlamm so viel Schaden angerichtet hatte. Aber als ich mich gerade der Jammerei hingeben wollte, kreuzte eine Krabbe meinen Weg. Ich war hungrig und sehr verärgert. Da habe ich sie einfach gegessen. Mit einem Haps. Die Stacheln waren schon sehr schmerzhaft, aber als der Schmerz langsam nachließ, bemerkte ich... Ach was, begrüßte mich der wunderbare Umami-Geschmack. Es schmeckte unfassbar gut. Oh, ich glaube, ich fange an zu sabbern. Einmal zwei reicht mir nicht. Ich brauche 10. Kann ich bitte 10 Ausdauerkrabben haben? Natürlich wird es erst für dich lohnen. Ich werde schon ganz krabbelig. Ein krabulöses Geschäft. Krabbst dir, was du brauchst, oder kann ich dir was helfen? Hier, Krabben für dich. Oh, du hast was ich haben möchte. Lass uns nicht lang rumkrebsen und handeln, ja? Der Duft nach Ausdauerkrabben aus deiner Tasche ist unverkennbar, Link, aber leider... Ich brauche mehr davon! Oh. 10, um genau zu sein. Erst dann erstrahlt der Esstisch in krabsolösem Licht und das Krabestival kann steigen. Oh mein Gott. Oh. Melde dich, sobald du 10 Ausdauerkrabben gefunden hast. Nun denn, verbannen wir das Gekrabbel erstmal aus unseren Köpfen. Oh. Brauchst du noch was? Du weißt ja, krabsch es dir einfach. Oh. Okay. Oh. Ich kauf mal alle Tomaten, ha? So. Oh. Und natürlich die Pfeile. Man kann nie genug Pfeile haben, auch wenn wir schon über 300 haben. So. Ist total großartig für König Sidon. Altkönig Dorofan wurde aufgespürt und auch der neue König Sidon ist ins Dorf zurückgekommen. Das ist großartig. Oh, Link, du hast König Sidon gerettet und auch das Dorf. Der ganze König Sidon-Fanclub dankt dir. Nun können wir uns endlich wieder darüber unterhalten, wie toll König Sidon ist. Hey, du bist der Typ, der zusammen mit König Sidon das Dorf gerettet hat, oder? Ich war unter dem Schlamm begraben und habe geschlafen. Was kann ich sagen? Es ist fürchterlich. Wenn ich darüber nachdenke, wird mir... Blöck. Verzeihung, das sind die Folgen des Schlamms. Danke, dass du das Dorf gerettet hast. Ups. Ah, also, bist du verantwortlich dafür, dass der Schlamm verschwunden ist? Ich danke dir, Link. Als Hauptmann der Wache beschämt es mich, dass ich das Dorf nicht vor dem Kataklysmus bewahren konnte. Von jetzt an muss ich mich stellen, um seiner Majestät König Sidon zu dienen. Genauso mein Vater Segon vormals König Dorofan gedient hat. Alrighty. Das Wasser wird sauber, alles ist wieder normal, meine Familie ist auch wieder so wie immer, mein Papa repariert das Dorf, meine Mama ist Fische fangen und Eton folgt mir überall hin. Ich spiele einfach nur viel, denn Kinder müssen spielen, sagen die Erwachsenen. Das stimmt. Gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt hier einfach mal den Cut für heute. Wir haben das Dorf der Zora gerettet. Hier ist alles wieder sauber. Das heißt, wir können das nächste Mal noch ein paar kleine Sidequests hier machen. Und dann würde ich sagen, müssen wir langsam aber sicher ins Gerudo-Dorf. Und gucken, was da Schönes passiert. Der Schlamm ist verschwunden, ein neuer König hat einen Thron erklommen, die Zora-Geschichte ein wundervolles neues Kapitel erhalten. Ich wünschte, du würdest für immer in diesem wunderschönen Dorf bleiben, Link. Aber es klingt so, als würdest du bald fortgehen. Wenn du auf deinen Reisen niemals müde wirst, dann komm einfach, wann immer du willst, zurück ins Dorf der Zora. Das mache ich auf jeden Fall. Gefällt mir so auf jeden Fall schöner, als wenn dir alles mit Schlamm bedeckt ist. So, anyway, das war's für heute Richtung YouTube. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!